So, willkommen bei Pokémon Ranger. Ja, wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Hier, ich habe einen Makuhita suchen müssen, oder beziehungsweise suche es immer noch, und dabei die Nerven verloren, weil dieses Spiel auf dem DS so scheiß schwer ist. Weil ich dachte, komm, einmal gibt es der Sache noch eine Chance. Aber das mache ich nicht jetzt, sondern gehe jetzt erstmal zurück in die Ranger-Basis, wo ich meinen Funcom aufladen werde, da ich in einem sehr kritischen Zustand stehe. Nur ein KP, dann ist es sowieso aus. Ja. Alles klar, ausleihen. Super, weiter geht's. Was ist denn da oben für ein Pokémon? Ne, denn. Wie gesagt, wenn, dann fange ich nur die, die ich jetzt brauche oder noch gar nicht gefangen habe. Das sehe ich ja dann. Hier war es Kapalores, ja. Hier waren noch welche. Hier. Das ist halt zum Beispiel Fragezeichen steht. Aber nein. Moment mal. Nicht zwei auf einmal. Wenn die zu nah beieinander sind, muss ich zwei auf einmal fangen. Einer reicht mir völlig. Da habe ich schon genug Stress mit. Und los geht's. Oh, der tanzt und macht Musik. Das ist. Oh, verdammt. Oh. Und ich bin schon fast tot. Sehr. Amüsant. Ja, so sieht's aus, wenn man stirbt. Und er hat keine Chance hat, dieses Viech auf dem Computer zu fangen. Was höchstens über den DS geht. Ja, Funcom von Markus zerbrochen. Man stirbt. Man ist dann tot. Ja. Ach nein, jetzt muss ich das Kackding wieder aufladen gehen. Super. Das ist aber auch so grauenhaft. Man kann die wirklich überhaupt nicht fangen. Auf dem DS geht das sowas von besser, ohne Scheiß. Ich würde das auf dem DS irgendwie spielen, wenn ich könnte. Sprich, wenn ich das hier rüber connecten könnte, hier irgendwie im Bildschirm. Bei PSP kann ich das ja. Aber im DS hier nicht, ne? Das ist richtig übel. Aber gut, gehen wir es. Oh, warte, ich speichere es erst nochmal. Hier gebe ich halt mein Bestes. Ja, bitte. So, jetzt kommt ein super toller Speichervorgang und das dauert immer sehr lang. So, geschafft. Ich muss in diesen Zaun. Mauzi hat die Fähigkeit. Los geht's. Ich weiß nicht, was dahinter ist. Naja, was kann da auch schon hinter sein? Das ist ein echt komisches Pokémon-Spiel. Hier gibt es bestimmt keine Trainer oder Items oder sonst was. Irgendwie schon ein bisschen langweilig. Was steht hier? Platz der Freundschaft. Möge das Lächeln die Freundschaft erblühen. Super. Eine Parkbank und Baum. Schön. Und auf die Seite kann ich nicht. Okay. Welcher Idiot vom Bürgermeister konstruiert eine Stadt so, dass man erst einen Zaun hier kaputt schneiden muss, um da auf eine Parkbank sitzen zu können. Was haben wir denn hier im Peach? Ach, wieso nicht? Ich könnte immer eins gebrauchen. So, einmal und er ist drin. Damit hat sich die Sache. 3 Erfahrungspunkte, das ist wenig. Aber auch wenig dafür getan, muss ich schon sagen. Und hier ist ein Haus. Ja, toll. Ja, gut. Ich frag mich, wo. Ach, der. Ah, ich guck mal, ob ich ihn mehr später fange. Ach so, und hier ist der Hafen, wo man beim ersten Mal war. Als man das Spiel angefangen hat. Krabi, wer damit? Na ah, Mann. Los, elektrisier ihn tot.
Boah. Entweder schaffe ich es überhaupt nicht oder immer nur so scheiß knapp. Mann. Hat Wasserkraft. Gut, gehen wir mal hier weiter. Und hier ist nichts außer ein Typ. Und ein Lapras. Ich glaube, hier gibt es gar nichts Besonderes. Marguerite finden wir hier nicht. Nein. Oh, immer wenn ich halt sehe, ich fühle mich direkt provoziert. Ist hier irgendwo ein Speicherort? Dann speichere ich und dann versuche ich es nochmal. Hier oben war einer. Genau. Oh Mann. Okay, auf einen neuen Versuch. Wobei das Ganze sehr suspekt ist. Aber wie gesagt, ich darf die niemals beide auf einmal erwischen. Sonst ist es vorbei. Die müssen sich voneinander trennen. Ja, so ist gut. Auf ein neues. Erst Tanze macht viel Musik. Oh, nein. Boah, ich krieg den nicht. Oh, verdammt. Oh nein. Ich war so gut, war ich noch gar nicht. 4, 3, 2 und. Oh, getroffen. Jetzt lade ich erstmal die Energie wieder voll auf. Und dann hole ich Minun. Ich hoffe, dass das bringt's. Oh ja, das steht positiv. Positiv ist immer gut. Nein. Oh, da. Oh nein. Da war ich ja selbst ohne nur eben besser dran. Ja, natürlich. Oh nein. Oh, verdammte Scheiße. Und das ist jetzt der Grund, warum ich das endgültig abbreche. Das habe ich auch bei Kaizo Mario gesagt und weitergemacht. Das werde ich nicht weitermachen. Das werde ich höchstens erst weitermachen, wenn ich eine Möglichkeit finde, das mit dem Touchscreen zu spielen. Und da ich auch nicht so ein Notepad oder wie die Dinger da heißen, für den PC habe und die mir auch viel zu teuer sind, ist mir das einfach nicht wert. Mit der Maus kann man das vergessen. Schade drum. Aber ich habe noch 1000 andere Projekte, die ich sowieso noch anfangen wollte. Dann kommt das jetzt einfach raus und was anderes rein, was man ohne Touchscreen spielt. Es tut mir leid, dass das Ganze so beenden zu müssen. Das habe ich jetzt. Naja, doch, das habe ich eigentlich schon erwartet. Dass es das früher oder später nicht gut gehen kann. Aber so ist das nun mal. Und deswegen war es das halt damit. Und ja. Aber womit fange ich als nächstes an? Keine Ahnung. Lasst euch überraschen. Bis dahin.